Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt. Sie heißt, in der Sprache der Blumen steht die Lumidose Glockenblume für, finde eine kleine unbeachtete Blume in einer unscheinbaren Ecke. Das ist eine Fontaine-Errungenschaft, keine Natland-Errungenschaft. Und was ihr dafür machen müsst, ist, erstmal müsst ihr die Quest, die Weltauftragsserie, eine fragende Melusine und ein antwortender Mecha abgeschlossen haben. Und zwar bis Akt 3, also die komplette Weltauftragsserie, fertig machen. Solltet ihr dabei irgendwo Hilfe brauchen, habe ich natürlich Videos dazu, Komplettlösungen über die Quest. Also, falls ihr da nicht weiterkommt, dann einfach da vorbeischauen. Ich werde es euch auch in die Kommentare posten. Falls ich es vergessen sollte, sagt gerne Bescheid, schreit einfach und ich verlinke das dann im Nachhinein natürlich noch. Ansonsten ist es so, dass ihr das einfach nur fertig machen müsst. Also die Weltauftragsserie, eine fragende Melusine, beantwortender Mecha, bis Akt 3 fertig. Und dann müsst ihr lediglich eine Lumidose Glockenblume aufheben. Und zwar hier, neben der Opera Epiklese, einfach hier am Strand, liegt eine Lumidose Glockenblume. Ich habe sie natürlich schon aufgehoben, deswegen kriege ich sie jetzt nicht. Und da liegt dann dabei noch ein Brief. Genau, könnt ihr euch ja am besten auch noch durchlesen. Und genau, das war's. Das war alles, was ihr müsst. Da so bekommt ihr die Errungenschaft. Mehr müsst ihr nicht machen. Wie immer würde ich mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Für weitere versteckte oder nicht versteckte Errungenschaften schaut wie immer auch gerne in der Playlist in der Videobeschreibung vorbei. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.